Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Haul. Ich habe ein bisschen was bestellt, was so Diamond Painting angeht, unter anderem auf AliExpress und auf Amazon. Ja, wenn ich die Bilder bei AliExpress noch finde, dann kann ich euch die verlinken, aber oftmals funktionieren die Links nicht so lange. Deswegen müsst ihr da mal gucken. Ich kann euch aber die Shops in die Infobox reinschreiben. Dann könnt ihr mal da gucken bei den Shops. Ich sitze so weit weg. Ja, weil irgendwie, ich weiß nicht, die Links, die verschwinden mit der Zeit. Ich habe auch ein Bild letztens gemacht, fand das richtig gut. Wollte mal gucken, ob es noch andere von der Sorte gibt. Dann ging der Link aber gar nicht mehr. Und dann, ja... Genau, deswegen habe ich das rausgefunden, dass das ein bisschen schwierig ist auf AliExpress. Aber auf Amazon funktioniert das und da kann ich euch die Sachen verlinken. Genau, ich habe mir unter anderem ja auch Stifte bestellt. Den habe ich ja letztens schon mal gezeigt. Den finde ich sehr gut. Jetzt habe ich mir aber noch so einen anderen bestellt. Den finde ich eigentlich sogar noch einen Ticken besser, weil der ist nicht ganz so dick. Es ist halt Geschmackssache. Ich benutze eigentlich beide sehr gerne. Aktuell lieber den hier. Und die sind halt so richtig dünn. Also das ist Mist. Da kann man nicht so lange damit arbeiten. Die finde ich richtig gut. Kann ich euch verlinken. Dann, habe ich schon im anderen Video gezeigt, habe ich mir ja so einen Koffer bestellt. Habe ich euch den schon gezeigt? Ich glaube nicht. Den finde ich halt richtig praktisch. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, da habe ich halt eben auch schon was rein sortiert. Ja. Finde ich sehr, sehr gut. Da hatte ich erst so einen Mistkoffer bestellt. Der war nix. Aber der hier ist richtig gut. Und der ist auch in meiner Amazon Wunschliste drin. Wenn ihr da mal stöbern wollt, da habe ich die Produkte drin, von denen ich denke, dass sie gut sind. Und auch Produkte, die ich mir schon gekauft habe, wo ich mir eben einfach noch so ein zweites, drittes wünsche. Jetzt wie so ein Koffer. Genau, habe ich da drin. Könnt ihr mal stöbern. Dann habe ich mir noch sowas bestellt, auch bei Amazon. So ein Roller. Da rollt man dann halt eben einfach so drüber, um die Steine so ein bisschen festzumachen, damit die alle drin bleiben. Das finde ich praktisch. Kann ich euch auch empfehlen. Finde ich persönlich sehr hilfreich. Und dann habe ich mir bei AliExpress Mystery Paintings bestellt. Eins davon habt ihr ja eventuell schon gesehen auf Instagram. Wenn nicht, folgt mir da. Da heiße ich genauso wie hier auch. Auch auf TikTok. Da mache ich nämlich viel mit Diamond Painting. Aber ich habe es dann nochmal gewagt und habe mir noch andere Mystery Paintings bestellt. Und tatsächlich war ich mit dem super happy. Das gefällt mir extrem gut. Und zwar ist das hier. Das habe ich schon gemacht. Ja, ich zeige es euch jetzt trotzdem, weil ich das halt eben letztens bestellt habe. Aber das ist ein, was ist das? 20x20 Bild. Das geht halt schnell, ist schon fertig und das gefällt mir extrem gut. Richtig schön. Und ich gucke mal, ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass ich glaube, ich habe da was gelesen von AliExpress, dass man da auch so ein Affiliate-Programm machen kann. Dann würde ich euch Affiliate-Links reinstellen in die Infobox. Ich weiß aber noch nicht genau, wie es geht. Schauen wir mal. Ja, hat echt Spaß gemacht, das Bild hier. Und ich habe jetzt tatsächlich, ich glaube schon, 16 Diamond Paintings fertig. Eins habe ich verschenkt, drei habe ich aufgehängt und die anderen, die habe ich unter meinem Bett gelagert in so einer Hülle, was eigentlich für Klamotten gedacht ist. Habe ich mir auch auf Amazon gekauft. Ja, genau. Und da sind die, weil ich hänge die ja nicht alle auf. Dann habe ich eins gemacht, das finde ich vom Bild her sehr schön. Aber das war nicht gut. Ja, das ist das hier. Das sieht jetzt echt schön aus, wenn ihr das hier so seht. Das ist 25x25. Ich finde auch, dass die Größe ausreicht für das Motiv. Das erkennt man gut, das sieht schön aus. Aber die Leinwand war schwierig. Die ist
sehr knitterig. Und das ist kein gegossener Kleber, sondern doppelseitiger, so ein Klebestreifen, wo man die Steinchen dann draufklebt. Und ja, wenn das dann ein bisschen zerknittert ist, ist das schlecht, weil dann ploppen die Steine hoch, die halten dann nicht mehr so gut. Und das war hier eben auch so der Fall. Viele, viele Steine ploppen hoch, die haben eine unterschiedliche Größe. Die Steine an sich waren einfach nicht so gut und liegen halt auch nicht so gut. Das hat leider keinen Spaß gemacht zu painten, muss ich sagen. Obwohl ich mich super über das Motiv gefreut habe. Aber das war leider ein schlechtes Bild. Genau. Dann habe ich... Ich zeige euch jetzt noch was, was ich noch fertig habe. Ich möchte auch mal ein Video machen, wo ich alle meine fertigen Bilder zeige. Das war auch ein Mystery Painting, aber das Bild ist eigentlich sehr bekannt. Das findet ihr zuhauf, wenn ihr da mal guckt. Das heißt Fuchsia-Tiger. Da guckt mal, ne? Weil da müsst ihr kein Mystery Painting bestellen und dann habt ihr mit viel Glück vielleicht das, sondern könnt euch direkt das Bild bestellen, wenn es euch gefällt. Das ist das hier. Finde ich sehr schön. Einzig und allein diese dicke Blume hier auf dem Auge gefällt mir einfach nicht so gut, weil ich hätte gerne lieber das Gesicht von dem Tiger gehabt als so eine dicke Blume hier oben drauf. Aber gut, an sich finde ich sie wirklich schön. Das hat Spaß gemacht, hat mir gut gefallen. Das wäre jetzt kein Motiv gewesen, was ich mir gekauft hätte. Trotzdem hat es mir richtig viel Spaß gemacht. Und das war eben so ein Mystery Painting. Und das finde ich halt schön, weil das war übrigens 30x40 von der Größe. Und ja, das finde ich eben das Coole an der Sache mit den Mystery Paintings, weil dann kommt eben auch mal so ein Bild dabei raus, was man sich vielleicht nicht bestellt hätte, weil es einem nicht super gut gefällt. Aber im Endeffekt hat es mir dann trotzdem Spaß gemacht, weil mir die Farben gefallen, das hat sich gut painten lassen. Die Steine waren schön, das sind eckige Steine. Ich mache am liebsten eckige Steine. Habe mir jetzt aber auch viele Bilder bestellt mit runden Steinen, einfach weil... Ja, bei den eckigen Steinen, da muss man schon gucken, dass man ziemlich genau paintet, dass das alles gut passt, dass das schön gleichmäßig ist. Und ich mache das meistens, wenn ich Serie gucke oder abends. Und mit runden Steinen muss man eben einfach noch weniger nachdenken. Als eh schon. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Fand ich ein sehr schönes Bild. Ja. Ja, das war, habe ich eben alles letztens bestellt, aber schon gemacht. Geht recht fix bei mir. Und dann habe ich euch im anderen Haul gezeigt. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut mal rein. Da verlose ich auch was. Ich weiß nicht, ob die Verlosung schon fertig ist, wenn ihr das seht. Nichtsdestotrotz war es ein schönes Video. Da habe ich nämlich bei Amazon geshoppt und unter anderem auch das hier. Das war ein Doppelset mit Mickey Mouse und Minnie Mouse. Und ein Bild davon habe ich jetzt fertig. Und da wollte ich euch jetzt mal eben kurz eine Review dazu geben, weil das jetzt ins Video passt und kann euch das Set auch nochmal verlinken. Das ist das hier und ich finde das richtig schön. Hat mir sehr gut gefallen. Das sind runde Steine. Das hat Spaß gemacht. Ich finde, das Motiv kommt gut raus. Ja, wenn man das jetzt so guckt, dann ist das komisch, ne? Aber von halt natürlich weiter weg, so wie das ja auch sein soll, finde ich es echt schön. Das, ja, das hat Spaß gemacht. Und ich habe ja jetzt noch die Minnie Maus dazu. Also das Set kann ich euch empfehlen. Ich werde es euch verlinken. Ja, war schön. Hat mir gut gefallen. Tolles Bild. So, und dann zeige ich euch noch, genau, noch das letzte, was ich von Amazon bestellt habe. Die anderen Sachen habe ich von AliExpress bestellt, aber die meisten Sachen gibt es auch bei Amazon. Schaut euch da einfach mal um. Wie gesagt, ich werde das hier und das hier auf jeden Fall verlinken, dass ihr da gucken könnt. Dann, ja, habe ich mir wieder ein Set bestellt und zwar, ich mache es erstmal auf. Und zwar, weil ich bei meiner Schwägerin gesehen habe, die hat dieses Bild hier gemacht und hat zu mir gesagt, oh, guck mal, das ist nicht so schön. Das habe ich mir anders vorgestellt und ich habe es gesehen und habe gedacht, wow, mir gefällt es richtig gut. Ja, und deswegen habe ich mir das bestellt. Geschmäcker können auch unterschiedlich sein. Das war eben auch wieder so ein Doppelpack. Da war noch was hier dabei. Ich packe es aus, zeige es euch. Das sind eben auch runde Steine.
Das ist aber gegossener Kleber, mag ich persönlich viel lieber, finde ich viel besser. Ja, hat man halt bei AliExpress meistens nicht. Das ist das Bild hier mit der Giraffe. Und sie hat gesagt, sie hat sich's knalliger vorgestellt. Ich fand es genau passend. Mir gefällt es richtig gut vom Motiv und freue mich da schon sehr drauf. Ich mag das, das ist so ziemlich konfettilastig, also viel Verschiedenes. Ne? Ich mag das am liebsten. Ich bin nicht so der Colorblocking-Fan, also dass so von einer Farbe so richtig viel ist. Das mögen aber die meisten, deswegen sind die meisten Bilder auch so. Ich mag schon gerne dieses Konfetti. Dann, ja, so ein einfaches Toolkit ist dann da mit dabei. Und das sind die Steine. Das sind halt eben runde Steine. Sehen auch gut aus. Ja, machen guten Eindruck. Das ist 30x40. Und ich freue mich da schon so drauf. Freue ich mich, ja. Und das andere Bild, was im Set mit dabei war, ist ein Nilpferd. Und sie hat dann gesagt, dass sie sich das auch bestellt. Ja, ich habe ihr das Set gezeigt, habe gesagt, ich habe mir die Giraffe auch bestellt. Da war noch Nilpferd dabei. Und da hat sie es gesehen, hat gesagt, das Nilpferd bestelle ich auch. Ja, das sieht dann so aus nachher. Ich finde aber, hier erkennt man es auch schon ziemlich gut. Ich finde das total niedlich. Da ist halt super viel von dieser hellen Farbe, ne? Dieses Creme-Weiß. Es hat auch nur 16 Farben. Ja, aber mir gefällt es. Ich finde es schön, für nebenbei zu machen. Gefällt mir richtig gut. Und dann kommen wir noch zu AliExpress. Da habe ich habe noch ein paar Sachen bestellt. Die zeige ich euch auch dann noch demnächst, wenn die ankommen. Aber es ist eben noch nicht da. Das dauert halt ewig, bis das Zeug da ist. Ne? Aber gut, ich habe bestellt diese süße Katze hier. Ja, anfangs habe ich immer Bilder bestellt, wo ich dachte, dass ich die vermutlich aufhänge. Aber man kann nicht alles aufhängen. Deswegen bestelle ich jetzt das, was mir gefällt. Einfach die Bilder, die Motive, die mir gefallen, die Farben, die mir gefallen, weil ich das nicht aufhänge. Ich habe einfach nur Spaß dran, das zu machen. Da zeige ich euch dann auch mal die Leinwand. Und das ist halt doppelseitig. Ich werde ein Stückchen abmachen. Ja, das sieht man das halt. Das ist so ein doppelseitiges Klebefolien-Ding, was drüber ist. Und das hat dann meistens diesen Schutz drauf. Gott, Leute. Ich zeige es euch aber mal, weil ich wollte euch zeigen, dass der Druck richtig schön ist. Das ist richtig schön klar gedruckt. Nichts verschwommen. Bei dem Einhornbild hatte ich auch die Probleme, dass der Druck total verwaschen und verschwommen war, teilweise doppelt gedruckt, das war richtig schlecht. Und das hier ist echt sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ich habe mir das schon alles angeguckt, einmal abgezogen, weil ich ja jetzt schon ein paar Mal Pech hatte. Und deswegen, das, was ich nachprüfen kann, prüfe ich aktuell schon nach. Was ich nicht mache, ich zähle die Tütchen nicht ab. Da habe ich dann oftmals keinen Nerv dazu. Da vertraue ich einfach drauf, dass genug Farben drin sind. Das hat 35 Farben, das Bild. Obwohl das so klein ist, das hat 40x30 cm. Und ich habe die auch ausgemessen. Und das ist, oftmals ist das so, dass die Zentimeterangabe einfach die ganze Leinwand ist, inklusive Rand. Ist hier aber nicht der Fall. Das hat, glaube ich, nur einen halben Zentimeter weniger, also das Bild an sich, wie angegeben. Ich glaube, das war 39,5 x 29,5 oder so. Genau. Dann ist da mit dabei so ein Toolkit, so Wachsplättchen. Ja,
ist okay. Dann die Steine, alle in Zipbeutel. Das ist halt cool, wenn ihr keine Aufbewahrung habt, dann ist das hier einfacher mit dem, ja, mit dem, das, dann könnt ihr quasi da direkt loslegen. Und da sind auch die DMC-Nummern mit drauf, die sind eigentlich immer gleich. Ich habe mal nachgeguckt, ein Hauch anders sind die ab und zu mal von den Herstellern, aber ja, könnt ihr dann auch gut sammeln. Ich schmeiß alles in eine Dose rein. Ja. Hat mir gut gefallen, dieses Set. Dann habe ich noch ein Set. Ja, das sieht man jetzt eben auch nicht so gut. Das ist dieses Bild hier. Das finde ich auch extrem schön. Gefällt mir richtig gut. Und das hat 29 Farben und auch da zeige ich euch mal was vom Druck. Der sieht auch sehr gut aus. Nichts verschwommen, alles sehr klar. Schöne Symbole. Leinwand an sich auch ganz gut. Da war nichts dran. Auch alles in Zipbeuteln, wunderschöne Farben. Sehr schön sortiert und die Steinchen sehen auch ganz okay aus. Ja, sind so ein paar ungerade mit dabei, aber das ist normal. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und dann kommen wir zu einem Set, das, wow, also da bestelle ich auf jeden Fall wieder. Das hat mir extrem gut gefallen, da war ich super überrascht. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der Store heißt, wenn ich das rausfinden kann einfach, dann werde ich es einblenden, wenn nicht Infobox. Da war das Set dabei, ja, erstmal nichts Spektakuläres, aber der Wachs sieht sehr gut aus, ist ein schönes dunkles Wachs, das heißt, das ist ziemlich gut. Und so ein rosanes Squishy für an den Stift, das habe ich vorher noch nie gesehen, fand ich extrem cool. Dann alles super schön in Zipbeuteln, auch super gut sortiert, Leute, das ist so schön angeordnet. Sieht richtig gut aus. Also hat schon mal einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Und es raschelt ja halt jetzt in dem Video. Und dann war noch ein Armband mit bei. Leute, ein Armband. Ich habe mich so gefreut, dass da noch so ein extra Goodie mit dabei war. Super niedlich, extrem schön. Und ja, ich werde das auch tragen. Mir gefällt das sehr schön. Ist so ein Hello Kitty Kopf. Und ich habe auch tatsächlich so eins mit so einem roten Bändchen und so einem Porzellan-Hello Kitty-Kopf habe ich mir damals auch in China, in Shanghai gekauft. Und das erinnert mich daran, das fand ich so schön. Ich muss mal gucken, wo meins ist. Das habe ich auch lange getragen. Habe ich auch damals meinen Freundinnen mitgebracht, das Freundschaftsbändchen. Lange ist es her. Und das gefällt mir echt extrem gut. Das fand ich super niedlich einfach. Ja. Aber was hat sie denn überhaupt für ein Bild gekauft? Ja. Ich hatte irgendwie Lust, ja, so Blumen zu machen. Das sieht so schön aus wie so ein Ölgemälde. Oh, da versagt mir schon die Stimme. Ich muss eigentlich noch ein Video drehen, aber es ist schon 18.30 Uhr. Ich muss noch Abendessen machen. Ich glaube, ich weiß noch nicht. Ja. Das hat mir extrem gut gefallen, das Bild. Das hat 34 Farben, ist 30×40, habe ich auch ausgemessen. Kommt in etwa hin mit dem Bild. Nicht die Leinwand, sondern das Bild tatsächlich. Dann, was mir hier auch gut gefällt, ist, dass das so in, also die Kleben, also diese Folie hier, ja, es ist halt leider auch doppelseitiges, wie heißt das, Klebefolie drauf. Wäre das nicht, wäre das gegossener Kleber, dann wäre das Bild perfekt. Also, was ich jetzt so sagen kann, ist es aber nicht. Ja, das ist so in drei Abschnitte aufgeteilt hier. Drei so Streifen, die man runterziehen kann. Das finde ich halt voll cool, dass man sich das nicht dann so grob einteilen muss in Abschnitte. Ja, das finde ich halt gut gemacht, weil sonst habe ich mir das immer so eingeteilt und dann so geknickt. Und ja, ist halt einfach praktisch. Der Druck ist auch wirklich schön. Gefällt mir auch sehr gut. Ja.
bin ich mal gespannt, wie sich das painten lässt. Die Leinwand sieht auch gut aus. Da habe ich jetzt nur hier so ein kleines bisschen was Knickeriges drin. Aber ja, es kostet ja auch nicht so viel, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Und ich finde, ah, da steht es, glaube ich, wie der Shop heißt, oder? Sackley Diamond Painting. Also das hat mir sehr gut gefallen, hat einen richtig guten Eindruck gemacht. Und dann hat die Kleine auch Diamond Painting für sich entdeckt, natürlich, ist ja klar. Und da habe ich ein paar Bilder von Action gekauft. Und dann habe ich auch ein paar bestellt, ein paar sind halt eben noch unterwegs. Eins ist schon angekommen, das hat sich schon angefangen. Das zeige ich euch jetzt mal. Das ist so ein süßer Panda. Und da sind eben auch so unterschiedlich große Steine mit drin. Ja, diese. Das sind so glitzerige Steine. Die schwarzen sind matt. Und das sind eben auch so, könnt ihr ja sehen, so ein paar größere noch mit dabei, ein paar kleinere. Ha, bei den kleineren, da hat sie jetzt gerade die Geduld verloren. Und hat sie dann auch gesagt, ich kann das nicht erkennen, ich sehe das gar nicht. Da habe ich sie ans Fenster gesetzt und alles, aber da hat sie nicht so die Geduld gehabt. Aber sie ist auch erkältet und vielleicht auch deswegen. Und dann habe ich gesagt, ja, mach's dann anderes Mal weiter. Und dann habe ich ihr so einen Stift hier bestellt. Muss ich gerade gucken. Genau. Dass ich die Folie nicht verkehrt rum drauf mache. Da habe ich ihr so einen Stift bestellt. Super niedlich. Ich glaube, das hat 1 Euro gekostet. Ja, so eine Eule. Ich sagte sie, ich habe das erst gar nicht erkannt. Und dann hat sie gemeint, was ist das? Und ich, Küken? Und sie, ah, eine Eule. Und dann dachte ich mir, stimmt, kann auch eine Eule sein. Ja, ist halt super niedlich für so Kinderhände. Mir wäre es jetzt ein bisschen zu klein. Aber das ist schön gemacht und das hat so ein Licht. Ja, Batterie war schon drin. Und dann habe ich gedacht, kannst du das vielleicht eben einfach so ein bisschen besser erkennen, wenn das so klein ist und dann auch noch so schwarz. Das ist auch schwierig. Man erkennt es auch nicht gut, muss man ganz ehrlich auch mal sagen. Und sie ist ja noch nicht in der Schule, sie kann die Buchstaben noch nicht. Dann schreibe ich das immer auf so ein Papierchen, damit sie immer wieder vergleichen kann, wo sie gerade dabei ist. Hier sehe ich gerade. Hier ist ein schwarzer Stein, wo gar keiner hingehört. Egal. Künstlerische Freiheit. Und ja, deswegen dachte ich, dann kann man das halt eben vielleicht einfach besser erkennen. Und sie hat auch gesagt, das geht dann auch besser. Ja. Genau. Das war's mit dem Haul. Alle Produkte, soweit ich sie finden kann, etc., werde ich alles in die Infobox schreiben. Könnt ihr mal vorbeischauen, würde mich auf jeden Fall freuen. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Ich lese eigentlich jedes Kommentar. Und das war's mit dem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.